Hallihallo und herzlich willkommen zu Alan Wake Folge 29. Ja, 29 müsste es sein. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, aber Fraps hat abgekackt. Jetzt nehme ich gerade mit DX-Story auf. Falls ihr das kennt, das ist ein, naja, man könnte sagen, eine Alternative zu Fraps. Manche lieben es, manche mögen es nicht. Also, ich probiere es jetzt mal aus mit dem ganzen Programm hier. Hoffe, das funktioniert. Soll nämlich besser sein. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen nachzustellen, was denn passiert ist ungefähr, weil ich kann nicht an den Kontrollpunkt zurückspringen, einfach so. Leider Gottes. Deswegen seht ihr jetzt ein paar Sequenzen und ich werde euch mal kurz etwas erzählen. Also, wir standen ja letztes Mal an der Brücke zur Divers Isle und so halt neben uns eben und haben verfolgt, was passiert ist. So, wir gehen dahin, in die Tür rein, brechen sie auf, das haben wir alles gesehen und dann sehen wir eigentlich gar nichts. Man sieht, das Geländer kracht, ist eingekracht und dann ist irgendjemand runtergefallen und es platscht eben. Wir springen hinterher und dann kommen wir wieder aus dem See raus, steigen auf, gehen hoch und dann kommt diese alte Frau und dann kommen mal so ein paar so Zwischensequenzen, wie die alte Frau Alice in die Tiefe zieht und dann sagt die alte Frau eben, ja komm, die können wir zurückholen, du musst nur schreiben, dann kommst du schon wieder. So ungefähr. Und jetzt kommt dann die verhängnisvolle Nacht offenbart, hatten wir schon auf der Flucht vor dem Dunkeln. Das kommt dann als Sequenz danach. Also starten wir das mal. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my armor a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. So, und da war dann die Folge vorbei. Man sieht es zum Glück noch. Ich habe gedacht, das wird jetzt abgeschnitten, aber es ist noch da. Ende von Folge 4. Das haben wir nämlich erreicht und Folge 5 fängt dann an, das heißt, das ist bald vorbei. Und im Hintergrund, wie gesagt, Poets of the Fall. Könnt ihr euch mal angucken, ist eine Finnish Band, die mit Remedy eben zusammenarbeitet auch.
oder gehabt, weiß ich ja nicht, ob die noch arbeiten. Auf jeden Fall eine schöne Band, hat schöne Lieder. Naja, egal, das können wir jetzt überspringen, das ist ja eh vorbei. So, und es geht ja zum Glück, dass das, da habe ich echt Glück, dass man das, dass es so ist, weil dann kann ich nämlich jetzt einfach der Klicker wieder machen. Und dann gibt's hier bisher bei Alan Wake Folge 5, das machen wir jetzt einfach mal und dann machen wir das und Nightingale's Dummheit noch und das, dann müssten wir weiterspielen können. Okay, los geht's. Previously on Alan Wake, under the influence of the Dark Presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Episode 5, der Klicker. Genau. Aufwachen in einer Zelle. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up. Let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Hello. Hello. So, genau. Das war die Lampenlady. Die schwafelt irgendwas von Zane, dass er das geschrieben hat und bla bla bla. Aufwachen, Schlüssel, pipapo. Nightingales Dummheit, das schließt dann gleich an, also das heißt, da werde ich dann. Naja, das sieht er ja. Also. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Genau das war's. Nightingale wurde nämlich dann zurückgetan. Also wir waren in der Zelle, wir konnten da so ein bisschen reden. Wir haben nicht viel gespafelt, glaube ich, nur dass wir halt jetzt zur alten Dame wollen. Das war, glaube ich, unser Ziel, dass wir uns setzen. Und Nightingale ist jetzt weg, deswegen flüchten wir auch gleich. Das kann ich zeigen. Statistiken wäre auch nicht schlecht, mal kurz reinzugucken hier so. Statistiken. Ja, Kills mit Revolver 128. Pistole 28, okay, indirekte Kills. 23, zerstörte Poltergeister 40. Wie viel Kaffee haben wir denn schon? Thermosflaschen gefunden. Käffchen, haben wir 57 von 100. Ganz schön viel, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel ist schon. Dosenpyramiden umgeworfen, 3. Achso, die kann man umwerfen, geil. Kisten gefunden, habe ich auch noch nicht alle. Radiosender gefunden, da fehlt mir noch einer. Fernsehsendung gefunden, dafür haben wir noch 3 Schilder gefunden, das werde ich nicht schaffen. Wecker gefunden, gar kein, weil das nämlich die Dinge ist, die Night Springs Videospiele gefunden. 1, aber wieso, okay, wird nicht anerkannt. Ich glaube, das ist Wecker sind, glaube ich, hier im Add-on. Ob ich, das habe ich ja gar nicht, glaube ich. Müsste ich mal gucken, ob ich das überhaupt habe, folgen. Das mache ich dann irgendwann anders. Also Spiel fortsetzen, jetzt machen wir genau nach dieser Cutscene, geht's jetzt genau da, wo ich jetzt Spiel fortsetzen drücke. Weiter. Los geht's. God. Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. So, wir folgen ihr gleich, ne? We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. I can get the emergency power on.
So, Nightingale wird vom Dunkel angegriffen. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Also das war in sehr verzweigt irgendwie, weil er hat es ja selber dann gemerkt und jetzt steht es hier da, genauso, dass er es merkt. Also er merkt, also es steht genau da, dass er selber merkt, dass er das schon gelesen hat. Das ist ziemlich tiefgründig, würde ich mal sagen. Naja, nicht wirklich. So, ich merke gerade, mit DX Story sehe ich mein Video selber mit einer höheren Auflösung, als es selber aufnimmt. Das finde ich ehrlich gesagt geil. Das heißt, bei mir läuft es flüssig. Und da YouTube ja eh nur 30 Frames zulässt, ist das ja wurscht für euch. Dann bin ich beim Maximalen schon. So, Nightingale liest das Manuskript. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it. But it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Okay, jetzt hat er durchgelesen, genau. So, mehr auch weiter. So, ich hätte auch keine Taschenlampe, ehrlich gesagt. Taschenlampe. Hier müsste doch noch ein Käffchen sein, oder? Eine Leuchtfackel, das können wir schon mal nehmen. Ist ja gut, so ein Ding. Da ist auch eine Leuchtfackel. Es läuft aber auch jetzt flüssiger bei mir, hey, das ist unglaublich, super, ey, ich freue mich, Dick Story ist geil. Wenn der Ton denn alles stimmt, da ein Käffchen, jetzt haben wir schon 58. Na, erzählt mit. Da ist ein Auto vor der Tür, okay, gut, ich meine, mal ehrlich, ist es verboten so zu parken? Ich meine, da gibt es keine Regelung, oder? Naja, gut. Ist ja Amerika, ist das auch wieder anders. So, da lang. Nein, immer noch nicht. Da. Machen wir die Sicherung rein hier. Sehr schön. Mach auf die Tür. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Oh, das ist ja klein. Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Basti, willst du echt mit dem Hubschrauber fliegen? Die ist ja krank, aber gut, geil. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Ja, bestell eine Pizza. Würde ich jetzt auch gerne noch eine Pizza, Alter. Na gut, der redet jetzt weiter, telefoniert. Netter, netter Barry. Der will ja so ein bisschen was von der, merkt man ja auch. So, wir gucken erstmal, bevor wir davon rausgehen, natürlich. Ja, sehr gut. Ja, dann machen wir das eben. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? So, wir gehen hier hin. Mal gucken, ob wir hier jemand. Käffchen. Oh, das ist ein bisschen Zeug. Eieiei. Ich will wieder meine große Taschenlampe. Ich fand die besser. So. Lithium-Batterien, die nehmen wir gleich mit. Ja, ich würde eigentlich mal gern hier ein Käffchen wieder haben. Jetzt mal den Scheiß mal. Und klettern wir mal. So. Ich finde, die X-Story läuft echt besser. Kann man schon sagen. Läuft echt gut.
Für euch sieht das wahrscheinlich gar nicht anders aus, aber für mich sieht das echt viel besser aus. Ich kann so viel besser spielen. Ist eine Empfehlung, der Scheiß. Ist eine Empfehlung. Triple Kill. Oh. Quadra Kill. Nur ein Quadra. Naja, gucken wir mal, ob wir oben da. Was blinkt denn da so? Was war das denn, die kleinen Lichter? Fresh Seafood. Kann er da hochklettern? Oh, da steht was. In light you can hurt them. No shit, Sherlock. No shit. So, Moonwalk die Treppe hoch und dann die Leiter. Hm, was ist denn da oben? Okay, oh, Kontrollpunkt erreicht. Schön. Genau hier auf dem Dach. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. So sieht das hier aus. Muss dazu sagen, das sieht hier so aus, so groß und weitläufig. Das war nämlich mal als Open-World-Game geplant. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass hier die, so teils die Sachen, die sie in der Open-World-Game halt, also das noch als Open-World-Game entwickelt haben, dass das hier noch so aussieht. Das ist kein Wunder. Man sieht ja auch hier Straße hoch und alles. Das ist alles texturiert. Das muss man sich mal vorstellen. Und da oben vor allem auch. Also das ist, da oben ist nämlich der Heli. Wir müssen dann, glaube ich, hier lang. Ja, das sehen wir dann. Wir müssen, glaube ich, die Straße da lang und dann, naja, egal. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, ob das alles mit der Oxtory klappt. Ansonsten, naja. Nächste Folge sehen wir uns. Danke fürs Zuschauen und tüdelü.